Herzlich willkommen bei André talkt anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlog 640 am Sonntag, den 1. September 2024. Es ist 23 Uhr und wir haben 16 Grad Außentemperatur in den Reusenkögen. Ich stehe wieder an meinem Platz am Deich, so wie letzte Nacht auch, war aber heute dazwischen auch mal weg. Nachdem ich etliches weggearbeitet habe, heute Mittag, heute Nachmittag, habe ich mich heute Abend nun mit meinen lieben Freunden getroffen. Einmal die Mutter meiner Tochter und meine Schwägerin, also die Schwester, dazu. Und wir haben uns jetzt auch ein halbes Jahr nicht gesehen und es war richtig schön, die beiden wieder gesehen zu haben. Mein Schwager hat leider noch gearbeitet heute Abend, den habe ich dann noch nicht gesehen. Das muss ich jetzt mal die Woche dann irgendwie nachholen. Aber wir haben jetzt auch schon was geplant für nächstes Wochenende, dass wir da auch was zusammen unternehmen. Da freue ich mich schon sehr drauf und es ist einfach toll, wieder so im gewohnten Umfeld zu sein. Und als ob ich nie weg gewesen wäre. So, das ist immer wieder schön. Man knüpft dann wieder an Gespräche an. Wir haben uns ausgetauscht, was die Kinder so alle machen. Und es ist mir ja auch immer wichtig, dass ich weiß, was die so machen. Und meine Ex-Frau hat eben aus erster Ehe auch noch Kinder. Und meine Schwägerin hat auch zwei Kinder, meine beiden Neffen. Also ja, insofern ist das schön, dass wir uns da getroffen haben, hatten einen wirklich schönen Abend zusammen, noch im Garten bei meiner Schwägerin. Da kann man ganz schön sitzen und es war auch von den Temperaturen gut auszuhalten. Ja, man brauchte dann schon auch eine Sweatshirtjacke irgendwie übergezogen, aber ja, haben noch eine kleine Runde durchs Dorf gedreht und hatten das wirklich nett zusammen. Nun geht's nächste Woche weiter mit Besuchen. Ich habe zwei, drei Termine bei Freunden, die ich besuche, die ich auch zum Teil schon länger nicht mehr gesehen habe. Also nicht jetzt nur 6 Monate, sondern wirklich, ich glaube, die einen, die ich jetzt treffe, das ist eine ganze Runde von ehemaligen Kolleginnen, als ich als Leitung in den Kindertageseinrichtungen hier gearbeitet habe. Und das war ein Träger mit vielen Kitas und da gibt es eben noch Kontakt zu einer kleinen Gruppe von verschiedenen Leiterinnen und ja, die ist über die vielen Jahre bestehen geblieben. Ich habe bei einem Träger 2011 aufgehört zu arbeiten, aber wir treffen uns immer noch in unregelmäßigen Abständen und ich kann auch nicht immer dabei sein, weil ich halt häufig nicht hier bin, wenn die sich dann treffen. Aber hin und wieder schaffe ich es halt dann, dass ein Treffen stattfindet, wenn ich hier bin und dann nehme ich da auch gerne dran teil. Und so ist das jetzt auch am Dienstag. Genau, da treffen wir uns bei einer Kollegin zu Hause, die hat zum Brunch eingeladen. Da freue ich mich sehr, weil das ist immer schön, in Erinnerungen zu schwelgen, aber auch zu hören, was die jetzt so gerade machen. Das sind fast alles Kolleginnen, die auch schon Enkelkinder haben. Also ich glaube, ich bin der Einzige in der Runde. Nee, zu zweit sind wir, die keine Enkelkinder haben, genau. Aber ja, das ist schon immer eine nette Runde. Da freue ich mich jetzt drauf und noch andere Besuche diese Woche. Und ich habe aber auch noch viel zu tun. Also werde ich morgen den Tag auch noch mal zum Arbeiten intensiv nutzen, da ich dann am Dienstag nicht ganz so viel Zeit habe zum Arbeiten, weil der Besuch dann eben auch ansteht. Das ist meine nächste Woche in Kürze zusammengefasst. Noch viel mehr folgt da, aber das wirst du ja mitbekommen hier im Podlog jeden Tag. Ich freue mich, dass du hier bist, eingeschaltet hast. Lass mir gerne einen Kommentar da bei Spotify oder auch eine Bewertung in deiner Podcast-App. Da freue ich mich natürlich auch sehr drüber. Also ran an die Tasten und dir wünsche ich jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andre-anderswo.de vorbei.